Alexander der Große heißt euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Conquer the World. Und er muss mal wieder was machen. Boah, das Bevölkerungswachstum ist plus 6,5%. Nice. Und hier braucht man 1000, nicht mehr 1000. 10.000, nicht mehr 12.000. So, ja. Eigentlich will ich ja diese Rebellenstadt einnehmen. Aber ich habe irgendwie ein bisschen Respekt von den Türken halt, Osmanen. Es ist mir eine Ehre. Ja, ich will und Befehle? Muss. Eure Majestät. Die angreifen. Oh, hier rebellieren sie sonst. Noch eine Einheit, bitte zurück. Ja, die Bogenschützen brauche ich nicht. Marschiert! Eure Befehle, edler Herr. Natürlich, mein Herr. Ja. Oh, die sind ja viel. Das sind ja viele. Wo kommen die her? Das ist nicht sehr gut, wenn jemand jetzt angreift. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Wir können nichts. Eure Befehle. Ding. Ja, mein Herr. Söldner halt, setzen keine Kurs, Söldner. Diesen Kurs können wir nicht setzen. Dann werden wir lieber diese Stadt belagern. Hafen. Annektieren. Ja, das Problem ist, wenn jetzt die angreifen, dann sind wir am Arsch. Kannst du dort wieder reingehen? Und ihr geht einfach hier hin. Und hoffentlich desertieren die nicht. Weil das wird sehr rasch auch passieren. Okay. Was haben die Byzantier jetzt gemacht? Neue Mission, Polen. Okay. Euer Befehl? Dann gehen wir doch mal hier nach oben. Hier werde ich für die und hier werden wir den Diplomat reintun. Mein Herr. Mein Herr. Wieso bist du jetzt gerade auf diesem Erz gekommen? Ich gehe hier hin. 43, ja, das ist. Das ist wertvoller. Sehr gut. Ja. Das ist nicht unser. Damit wir Verhandlungen beginnen können. Byzantischer Priester. Mein Herr? Du gehst am besten irgendwo hier in den Wald und beobachtest hier. Ja, bringt nicht viel. Das kitzelt mir gerade am Ohr. So, jetzt ist es gut. Rundenbericht. Ja, Militär ist ein bisschen runtergegangen, ich weiß. Du gehst rein, sonst rebelliert ihr. Und ich brauche unbedingt jetzt eine Wache hier. Oder sonst irgendwas, wenn wir hier etwas ausbilden. Speerträger. Ach komm, ich brauche Militärgebäude. In Athen bauen wir. Hier bauen wir. Was haben wir dann zur Verfügung? Kavallerie. Ja, hier müssen wir schon fast die Bogenschützen ausbilden. Und Thessaloniki bauen wir dann weiter an unserem Quartier hier. Aha, wenn ich die Speerträger auswähle, kann ich dann nur Speereinheiten ausbilden, oder was? Ja, wir werden es trotzdem nehmen. Sodele. Ein Agent rekrutiert in Adrianopel. Den legen wir mal hierhin.
Ja, hierhin. Eröffne eine Handel. Aber jetzt kommst du nicht, bitte, du Türk. Osmanischer Kaufmann, bitte. Und Russland hat Großfürstentum Litauen den Krieg erklärt. So. Ja. Edler Herr. Das haben wir gemacht. Ja. Jetzt werden wir mal hier unten ein bisschen erkunden. Wir gehen bis morgen früh vor Anker. Wir gehen bis morgen früh vor Anker. Wir werden ja noch ein bisschen warten mit dem Krieg. Wir brauchen eben die Einheiten. Da können wir ein bisschen hochstrauben. Ja, jetzt können wir hier auch ein bisschen hochschrauben. So. Wir brauchen das Geld bei Kriegszeiten. Oh, hier ist. Das ist aber ein Diplomat, oder? Nein, das ist auch ein Kaufmann und der ist wahrscheinlich auch so gut. Weh, du gehst hier rüber. Lass es. Ja, mein Herr. Bin unterwegs. So. Gehen wir nach Venedig. Und jetzt haben wir alles grün. Prinz Alexander der Große wird Architekt. So. Einen Trampelpfad. Ja, hier können wir bauen, Bogenschützen. Also hier werden wir die Ortswache machen. Ja, das Rathaus muss warten. So, ein Bündnis zwischen den Mauren und Mamelucken. Ja, hier können wir leider nicht viel machen. Aber hier könnten wir einen Spion ausbilden. So, mit dem Schiff. Setzen den Kurs, mein Herr. Volle Segel. Geht hier weiter. Ja, mein Herr. Volle Segel. Das Problem ist halt, die sind extrem groß. Also die können sehr viele Einheiten schicken. Ja, die haben wir ja stillgelegt dort. Also die sind ja jetzt dann ein Rohstoff. Ah ja, die oben wollte ich noch. Genau, den haben wir vergessen, aber macht nichts. Jetzt sind wir ja bei Polen und können denen einen Handelsauftrag, ein Handelsangebot geben. Edler, kann ich etwas für euch tun? Euer Plan scheint aus auf Wiedersehen. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Kriegsgaläre. Brauchen wir das unbedingt? Wir haben eine Kriegsgaläre. Ja, mein Herr. Haben wir eine Chance? Gehen zum Angriff über, mein Herr. Ja, natürlich. Unbedingt die Schiffe ein bisschen leveln. War siegreich. Ja, mein Herr. Volle Segel. Und die Feinde. Ja, die Schiffe wegnehmen. Soll ich jemanden aufsuchen? Sir, ihr habt einen Vorschlag für mein Volk? Wir stimmen nur unter Zwang zu. Okay, wir sind Ruf Gegner, keine Beziehungen vernünftig. Wir werden es einfach mal abgeben. Vorschläge? Ich brauche nämlich ein Bündnis mit denen. Nein. Okay. So wird das in dieses Treffen. Schade. Als fruchtlos. Ja, wenn die Gegner halt zu nah an einem dran sind, werden sie nicht annehmen, natürlich. Ist mir eine Ehre. So, aber die. Bin unterwegs. Die heutige Vatikanstadt. Die werden aber ein Bündnis annehmen. So, in Athen haben wir ja die Dinge gemacht. Jetzt nehmen wir hier einen Kornmarkt, der ist wichtig. Nein, nicht. Weil das sowieso keine Karaken sind, werden wir sie verkaufen. Weil Schiffe sind in diesem Mod, also vor allem in Schwert und Speer, also Conquer the World ist ja ein Submod, also jetzt ein richtiger Mod, also schon seit drei Jahren ein richtiger Mod. Aber basiert auf Schwert und Speer und darum sind die Schiffe sehr teuer.
So, also Schiffe. Schauen wir mal. 120. Okay, die sind gar nicht so. Ding. Ah, hört ihr das? Ich mach mal den Sound. Die Musik ein bisschen lauter. Das ist die Titelmelodie von Rome Total War. Nein, nicht. Eure Befehle. In Ding gab es Akademien, in Rome Total War gab es Akademien. Ich weiß es nicht, ob die jetzt hier auch irgendwo gibt, aber scheinbar erst später. Weil da können die Leute, die in den Städten sind, also die Generäle und die Familienmitglieder, können dort ja, ein paar Merkmale und Begleiter bekommen, verdienen oder erlernen. So, ein Spion, sehr wichtig. Der muss hier hin. Okay, zwei Bündnisse. Meine Herr, ich bin bereit zu handeln. So, und du gehst jetzt. Jetzt musst du auch nach Russland. Sehr gut, mein Herr. Ich weiß nicht, wo die Städte hier sind. Ich denke, die sind da oben. Ist mir eine Ehre. Hier lege ich eine Pause. So. Und die kämpfen mit denen. Dann könnten wir sie geschwächt dann angreifen. Ja, mein Herr. Nächste Runde. So. Oh, eine neue Hand. Ah, nein, das ist. Die hat gewechselt. Schon gestorben, okay. Das heißt, jetzt ist der König, der Alexander der Große, mit 22 Jahren. Oh Gott. Absolut autoritär. Sehr loyal. Okay, sehr schön. Neue Anführer der Seite, Kaiser Alexander der Große, ernst. Und Volljährigkeit Konstantinus. So, ein Garnisonsquartier haben wir in Thessalonikia. Dann können wir die Phalanx Pikaniere ausbilden. Wie viel kosten die? 180 pro Monat, pro Jahr. Ja, das sollten wir schon eine Kirche bauen oder so. Ne, zuerst eine Farmgemeinschaft. So. Okay, zwei Bündnisse. Und jetzt gehen wir mal runter. Selbstverständlich, mein Herr. Das ist. Bin unterwegs. Vatikanhauptstadt. Sehr gut, mein Herr. Was möchtet ihr denn mit mir bereden? Das sind ja. Das ist Vatikan. Nein, wir werden nicht akzeptieren. Dies hat mehr geschafft. Oder war das gar nicht Venedig? Hä? Wo ist denn Venedig? Rot ist Vatikan. Sind beide rot? Das kann sein, wir gehen nach Sizilien, wenn wir können. Ja, zweimal Weg blockiert. Jetzt ist wieder eine lautere Musik, da machen wir ein bisschen wieder leise. So. Und gehen mit diesem hier nach oben. Selbstverständlich, mein Herr. Die können wir die ansprechen. So. Das Schiff. Ja, volle Segel. Setzen den Kurs, mein Herr. Dann können wir das Schiff eigentlich hier hin tun, dann kann der Diplomat rübergehen. So. Okay, der Kaufmann ist weg. Die sind bald besiegt. Dann werden wir uns mal hier nochmal einen Speicherstand anlegen. So. Ja, weiter. Ah ja, der Spion, aber der ist so gut dort. Lol, die möchten jetzt unbedingt die besiegen können, ist aber nicht. Deshalb nicht. Okay, 3000 Gulden haben wir bekommen vom Adelsrat. Sehr schön. Und jetzt sind plötzlich die hier.
Okay, machen wir mit Litauen Handelsrechte. Wir stimmen nur unter Zwang. Ah, wieso haben wir so schlechten Ruf? Okay, das gehört allen, die in den Litauen. Okay. Ich bin nicht hier, um zu verhindern. Selbstverständlich, mein Herr. Rebellen. Das sind die Falschen. Ich will Sizilien. Dorthin kann ich nicht reisen. Eure Befehle? Aber, mein Herr, das ist unmöglich. Ja, mein Herr. Ich sehe die Stadt nicht auf Sizilien. So, ein Rathaus. Okay. Ja, einen Hafen unbedingt. Ja, bringt es. Ja, das bringt es schon. So. Zwei Speerträger. Die lassen wir hier. Prinz Gorgias. Also, hier bleibt hier. Bleibe unentdeckt, Meister. Wow, die haben eine Mangonel. Bewege mich lautlos. Okay, der lernt dazu. Ah, und jetzt haben die Ungarnen das erobert, okay. Aber hoffentlich greifen sie mich nicht an. Wir brauchen noch einen Diplomat. So, eben. Da waren wir. Da oben waren wir auch schon. Ist mir eine Ehre. Nächste Runde. Jetzt ist wieder einer gestorben, aber wer? Von den Gegnern, ja, die Rebellen sind gestorben. Die reichste Seite sind wir mit 54.000 Gulden. Einen Kornmarkt haben wir. Jetzt brauchen wir hier einen Übungsplatz. Oder eine Verwaltung, die 14.000 ist zu teuer. Einen Übungsplatz bitte. Und dann später noch einen Ballistenmacher bitte hier. Und in Thessalonikini können wir jetzt ja unbedingt hier. Oder können wir hier einen Ballistenmacher machen? Ja, wir machen hier einen Ballistenmacher. So. Und jetzt ein Diplomat in Athen. Dann machen wir mal ein bisschen Frieden, wenn es geht. Die heutige Reise ist beendet. Dann konzentrieren sie sich auf irgendwo anders und müssen hier nicht mehr. Okay, Königreich mit Königreich England mit Königreich Frankreich. Und zwei Bündnisse, okay. Ich wollte hier den Diplomat abholen. Ja, mein Herr. Und hier runter. Okay, wo ist denn Sizilien? Gibt's die gar nicht. Hier ist Frankreich. Wann hat Frankreich diese erobert? Oder gehört die schon von Anfang an? Frankreich? Weiß nicht. Also keine Ahnung. Meine Herr, bin unterwegs. Litauische Armee. Da müssen wir noch ein bisschen weiter nach rüber. Ach, in die andere Richtung. Also eben das Problem ist jetzt einfach, die haben eine extreme Übermacht. Mein Sultan wünscht euch den Tod. Und ich rede nicht mit euch, Ungläubiger. Ja. Wir sind ein bisschen am Arsch, wenn es so weitergeht. Wir rekrutieren einen Kaufmann. Und machen dann weitere Runde.
So, eine neue Braut. Ja. Ja, mein Herr. Volle Segel. Dann geht du mal mit den Spaniern. Was möchtet ihr denn mit mir? Handelsrechte. Wir stimmen nur unter Zwang. Damit endet wohl. Dorthin kann ich nicht reisen. Und dann nach unten zu den Franzosen. Wir gehen bis morgen früh vor Anker. So. Und ja. Ist nämlich noch erster Platz. Hier, hier. Mein Der Herr. Kaufmann geht irgendwo, wo es sich lohnt. Wir gehen hier hin und nächste Runde hier hin. Und byzantischer Diplomat geht jetzt Waffenstillstand. Bestechung. Etwas auch für mein Volk? Ich fürchte, die Antwort ist nein. Wenn ihr uns beleidigen wolltet, hattet ihr Erfolg. Okay, mir egal. Es ist mir scheißegal, ob ich irgendwas verloren habe. Haben wir hier nicht etwas bisschen bessere Prozent? Ich werde es jetzt einfach mal safen. Und dann mal schauen. Ja, wir haben einen Erfolg, so. Und damit den Spion noch ein bisschen gepusht. Soll ich jemanden aufsuchen? So, hier ist Moskau. Hab ich doch recht gehabt. Glaub nicht, dass unser Volk das LOL. Akzeptiert. Wegen was? Weil sie bankrott sind? Ich will mit euch. Ich will mit euch Handelsrechte. Ah, sie haben es angenommen, aber einfach nur alles? Kaum. Dann lebt wohl. Okay. Ja, die wollen mich angreifen, oder was wollen die machen? Mit ihren Scheißtruppen. Oh je, es wird noch ein Krieg. Weil die sind natürlich jetzt mehr vermehrt gegen mich, weil ich natürlich auf sehr schwer gestellt habe. Aber ja. Kiewer, Russ will ich noch an aufsuchen. Die heutige Reise ist beendet. Wir brauchen mindestens einen guten Verbündeten. Aber wer? Frankreich? Sollen wir mit Frankreich verbinden? Lasst mich in Ruhe, Ungläubiger! Im Sieg! Bitte Ungarn. Ja, genau, die sind im Krieg. Yay, yeah, unsere Rettung. Und Portugal hat seinen Anführer verloren. Schickt einen Abgesandten zum Heiligen Römischen Reich. Soll ich mach ich, aufsuchen? Wenn die halt da oben sind. Okay, alles grün. So, jetzt haben wir hier einen Hafen. Und wir bauen jetzt eine Stadtgarde. Wir rüsten uns für den Krieg. Ja, Gerhanlag. Ihr habt eine Handelsrechte. Oui, warum nicht? Très bon. Bündnis. Was möchtet ihr noch forschen? Nö. Können wir nicht? Adieu, Senior. Also gehen wir mit dem Schiff dorthin und besiegen dieses Schiff dort. Weiterkommen wir heute nicht. Und mit dem gehen wir. Ist mir eine Ehre. Zu den Mauern. Das ist nicht möglich, mein Herr. Bin unterwegs. So. Ja, es ist halt alles ein bisschen schwer. Benötigt ihr einen Weg? Bewege mich lautlos. Das haben wir auch geschafft. Ich werde die Lage aus dem Schutz. Aber leider keine Erfahrung bekommen, weil wir es letztes Mal schon geschaut haben. Scheiße. Wollt ihr wirklich? Wolltet ihr, meine Herr? Aber mach nichts. Edler Herr. So. Können wir nicht noch ein bisschen weiter nach vorne? Selbstverständlich, meine Herr. Dorthin kann ich nicht reisen. Und jetzt wollen wir uns für den Krieg rüsten. Haha.
Greift sie an, greift sie an. Tötet sie alle. Okay, vom Mogulreich ist auch ein Herrscher gestorben. Ja. Greifen auf euer Zeichen an. Sieg! So können wir hier mal ein bisschen reparieren. Ja. Gut. Dann schauen wir weiter. Schon wieder verloren. Kann man die zweimal verlieren? Ballistenmacher, yeah. Aber Mangonel ist nicht gut gegen Gebäude. 5 gegen Gebäude. Katapultmacher. Ja, Katapult. Gut. Ja, die sind ausgebildet. Ja, mein Herr. So. Jetzt gehen wir mit dem Diplomat hier nach Soll oben. Ich jemanden aufsuchen? Bin unterwegs. Oh, das ist ein großes Schiff, ein Flottenverband. Dort waren wir. Ist hier fertig repariert? Ah, die müssen Nest reparieren. Okay. Ja, wir können nicht viel für die machen. Wir sehen euch nicht als Feind an. Weil hier die Truppen sind, die will ich jetzt nicht gerade herausfordern. Großer Häuptling. Ja. Weiter. Die bleiben einfach hier und die kämpfen gar nicht richtig. Oh, es kommt nochmals. Oh, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt dann bald eine richtig gute Chance gegen die Osmanen. So, das ist die Bogenschützenmiliz. Die hat 19 Fernkampfangriff. Ausbilden natürlich. Wir haben genug Geld. Und bauen hier einen Alchemisten. Ah, nein, das sind die Schützen, ja. Büchsen machen für Bombarde. Eine Bombarde wäre auch nicht schlecht für die Dingangriff. Aber das machen wir dann in Thessaloniki. Okay, wir bauen jetzt die Verwaltung hier. Wir wollen nochmal den Hafen verbessern. Weil Kriegsschiffe sind schon wichtig, wenn wir auf sehr schwer spielen. Und hier bauen wir. Ja, da brauchen wir schon fast irgendwas, was. Eine Kirche zu. Oh, sorry. Das kam zu schnell. Ja, eine Farmgemeinschaft zum schnelles Wachstum. Ja, wir haben nur 2000 hier. Das ist das Blöde. Okay. Fortbildung ja, abgeschlossen. Volle Segel. Haben ja, wir hier irgendwo Schiffe? Volle Segel. Ich will Schiffe. Müssen wir nach unten schauen. Edler Herr. Selbstverständlich, mein Herr. So, hier haben wir die Mauren. Die heutige Reise sehr gut. Ist beendet. Soll ich jemanden und hier aufsuchen? Oben sehr gut, mein Herr. Haben wir dann bin irgendwo unterwegs. Die Stadt der Deutschen. Mein Herr. Zum Führen bereit. Sie werden mich nicht bemerken, Meister. Okay, wir bekommen nicht mehr so schnell Erfahrung. Ein Fernglas mit 2 Sichtweite. Okay. Dann. Ja. Ja, machen wir weiter.
Die sind rebelliert, habt ihr das gesehen? Es waren Türken, also Osmanen, und dann sind sie rebelliert. So, wir müssen es warten. Mongolen sind jetzt die reichsten. Ja, wir haben ein bisschen abgenommen. Okay, Großfürstentum Litauen mit Kiewerus haben Feindseligkeiten beendet. Befehle? Ja, das Problem ist halt hier jetzt, dass es rot ist. Dann gehen wir hier hin und nehmen hier nochmals einen General mit. So, dann machen wir mal Krieg gegen die Rebellenarmee. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Sie sind nicht neutral. Sind die neutral? Oh Gott. Oh mein Gott. Nur weil wir die Rebellen angegriffen haben, haben wir jetzt überall sehr gut. Oh Gott. Da können wir eigentlich jetzt nachher nochmal kurz zurück zu den Franzosen. Bringt ihr einen Vorschlag für meinen Sultan? Ein wohl überlegter Vorschlag, Sadiq. Ich akzeptiere. Zweifelhaft, durchschnittlich. Wo sieht man Beziehungen sehr gut? Möchtet ihr über noch etwas reden? Ihr bietet nichts an. Das ja, toll. Ja, was soll ich 300.000 Euro geben? Kann ich nicht hin. Selbstverständlich, mein Herr. Also, wenn hier keine Schiffe sind, gehen wir halt runter. Ja, mein Herr. Ah, hier haben wir ein Schiff. Ah, können wir nicht angreifen. Aber wir haben sie eingekesselt, die kommen hier nicht raus. Und die Ungarnen gehen einfach hier überall rüber. Okay. Ist mir eine Ehre. Was ist es, das ihr vorschlagt, edler Herr? Nein, nicht ein Bündnis. Ich akzeptiere diesen Vorschlag. Aber es ist eine Schande. Es ist eine Schande. Wieso? Soll ich bin ich so unbeliebt gewesen? Also, reingekommen. Ja, 500 Gulden. Das kann ich mir kurz für eine für ein Bier ausgeben. Ja. Ja. Ich werde die zuerst ausspionieren. Nochmal speichern. Okay, die haben keine, also ein ausgebildeter Trupp haben sie. Und ein neues Merkmal. Gemeiner Anführer. Wir werden einen gemeinen Anführer, das ist gut. Also zurück zu den Franzosen, wir brauchen ein Bündnis mit denen. Und jetzt greifen wir, können wir aber nicht angreifen. Ah, danke schön. Sehr schön. Dann werden wir in Nicea. Ja, okay. Eure Befehle greifen auf euer Zeichen an. Unsere Flotte war siegreich. Wir kontrollieren den Zugang zum Hafen, Herr. Habe ich da gerade die Musik von Rappels gehört? War ungefähr so. Ich muss das nochmal hören, wenn wir dann ein weiteres Schiff kaputt schiffen. Wir schiffen es kaputt. Soll ich jemanden aufsuchen? Sehr gut, mein Herr. Ja, da oben ist leider nichts. Mein Herr. Was haben wir sonst noch? Die Mongolen. Gehen wir mal zu den Mongolen. Ist nicht möglich, mein Herr. Hier lege ich eine Pause ein. Die reichste Seite sind wir wieder. Sehr schön. Und ein Mentor für Falconos. Eine Farmgesellschaft. Ja, jetzt eine Kirche, sehr wichtig. Hier nochmals runterstellen. Und jetzt. Okay, Russland ist mit dem Mongolenkrieg, Königreich Ungarn mit Republik Venedig. Ja, das ist normal. Das ist ganz normal.
Wir brauchen mehr Soldaten. Und dieses Lied ist von Knights of Honor. Genau, das ist das Lied von Knights of Honor. Und ja, passt eigentlich auch sehr gut, weil das Spiel ist fast komplett gleich. Außer, dass es nicht rundenbasiert ist, sondern ja, langsam laufend. Ja, mein Herr. So. Schon Runde 21. Das ist ein guter Ort für einen Hinterhalt. Okay, die greifen lieber mich an, dann gehe ich halt weg. Ich will jetzt nicht Krieg mit beiden machen. Eure Befehle, edler Herr. Ich weiß, was ich mache. In die Schlacht. Ui. Natürlich. Wir beginnen die Belagerung. Nein, die Leitens machen zwei Rambock. Wir erwarten euren Angriffsbefehl. So, die reichste Seite ist Königreich Portugal von mir aus. Stadtmilizen in der Hauptstadt. Da. Erteilt mir einen Befehl. Dann nehmen wir die mit. Erteilt mir einen Befehl. Ja, wir können alles mitnehmen. Eure Majestät, abrücken. Unser Marsch für heute ist vorwärts. Aber ein Ding brauchen wir noch. Ja, wir müssen das den mitnehmen. Führe Armeen zusammen. Was? Unbedingt Speerträger herstellen. Okay, Russland mit heimischen Reich im Krieg. Kiew-Russ mit Königreich Polen. Hier brauche ich bitte. Oh, ein großes Flottenverband. Sehr gut, meine Herren. Von den Portugiesen. Ja, das haben wir ja geschafft. Jetzt gehen wir hier runter. Ja, mein Herr. Setzen den Kurs, mein Herr. Und jetzt haben wir ja hier oben noch den zum Bewegen. Sehr gut, mein Herr. So, der Spion könnte hier noch irgendwas ausspielen. Okay. Okay, dann halt haben wir ihn halt verloren. Herr. Ja, Spione sind nicht so wichtig zum Ausbilden. Wir holen so schnell wie möglich einen Attentäter. Den sollen wir ausbilden. Und halt, ja. Ich werde jetzt das Safe nicht mehr laden. Soll ich jemanden aufsuchen? Mein Herr. So. Ist mir eine Ehre. Also ich werde allgemein keine Saves machen und die ganze Zeit wiederholen, bis er nicht stirbt oder so. Ich werde die Agenten sterben lassen. Wenn sie tot sind, sind sie tot, dann werde ich keinen Spielstand mehr laden. Außer ja. Es ist ein mega guten Attentäter, dann werde ich vielleicht mal wieder einen Spielstand laden. Weil der Fluss dann extrem, viel zu extrem ist. Ich hoffe, die machen das so, dass die hier angreifen. Und dass wir die Stadt ohne Gegenwehr erobern können. Ah ja, die blauen mit dem blauen Hintergrund. Also hier ist ja keine, aber hier. Wenn es hier blaue Hintergründe hat, dann sind die kostenfrei. Also freier Unterhalt in der Garnison, wie es dort steht. Ja, mein Herr. Und hier haben wir jetzt nur noch minus 2. Ah, der Ding ist ja hier. Ja, der andere Kardinal. Dann brauchen wir unbedingt einen Attentäter, um diesen zu töten. Aber den kann man nicht sehr gut töten. Ja, wir haben es schwer. Also wir haben es jetzt sehr schwer, die Kampagne. Da brauchen wir ein bisschen mehr, um zu gewinnen. Aber das ist auch gut so. Ich will Herausforderungen. Das bekomme ich ja so. Ein
fein, mein Herr. Ein wundervoller Platz für einen Überraschungsangriff, Herr. Polen, Litauen, gestorben. Der König ist gestorben da. In Nicea. Und das ist schon wieder dort oben. Ja, mein Herr. Wir segeln morgen weiter, mein Herr. Ja. Königreich Polen ist vernichtet. Oh, die armen Polen können nicht mehr klauen. Schade. Soll ich jemanden aufsuchen? Selbstverständlich, mein Herr. Hier werde ich für die Nachbarn. Mhm. Die Timuriden sind mit dem Mogulreich im Krieg. Und Königreich England hat ein Bündnis mit Königreich Portugal gemacht. Mhm. Verstehe. Und hier haben wir einen litauischen Kaufmann, der schlecht ist. Ich bin bereit zu handeln. Wenn wir jetzt den hier, ja, geborener Kaufmann, B10, wenn wir den jetzt hier runter schicken, dann wird er natürlich ein bisschen besser ausgebildet. Darum sollte man oft andere abwerben, bevor sie es machen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Sollte ich jetzt die Stadt angreifen? Oh, jetzt kommt irgendwie. Also muss ich Schluss machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oder ist? Es kommt niemand rein. Naja, egal. Ich muss sowieso an die Tür. Bis dann zum nächsten Mal.